So, da sind wir bei unserem ersten Ziel. Da fährt ein feindlicher LKW vorbei. So, und den da hinten sollen wir töten. Da haben wir unser erstes. Wo fangen wir an? Ich habe gesagt, mit dem Schutzgeld fangen wir an. Feed Hats Ioka. Viele kennen Sonny schon lange. Beide laden gerne zu privaten Besichtigungen des Schlachthauses ein. Gott verdammt, was war das? Das weiß ich auch nicht, aber komm doch mal her und guck nach. Ja, genau, geh mal lieber. So, jetzt haben wir da, da sind ja nur drei Leute eigentlich. Da wurde gerade einer erschossen. Ja. Die Handlung ist längst vorbei, Blödmann. Du hattest deine Chance, diese Scheiße in Ordnung zu bringen und hast sie nicht genutzt. Was jetzt? So. Gar nicht lang rumgemacht. Da war nur mal einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Direkt mal wieder alles Geld hier einsammeln. Zack, zack, zack. Nein, nein, brauchst dich gar nicht bemühen, bitte. So, dann nehmen wir hier. Da kommt alle Hilfe zu spät. Da sagt der NPC genau das Richtige. So, dann nehmen wir hier wieder unseren Verteilerkasten mit, wenn wir schon da sind. Okay, okay, gut. Ist das eine Knarre? Bitte töten Sie mich nicht. Ich habe eine kleine Tochter. Was zur Hölle ist das? Das weiß ich auch nicht, aber haut doch einfach mal ab und lasst mich in Ruhe, gell? So. So, dann würde ich sagen, hier drüben liegt noch eine Sicherung rum. Mit der Sicherung können wir dann nur wieder einen Verteilerkasten nehmen. So, die sammeln wir gleich ein, wenn wir schon hier sind. So, was ist unser nächstes Ziel? Befrage die Kredithaie. Das sieht nach einem lohnenswerten Ziel aus. Kredithaie zusammenzuschlagen, mache ich immer gerne. Jo, Alter, wo kommt es? Habt ihr gerade gesehen, wie jetzt auf einmal dieser Sonnenaufgang oder so hier reingespawnt ist? Wir könnten uns von hinten ranschleichen. Aber ich glaube. Ich hab da drüben. Hey, Pitch! Ich hol die Jungs. Ja, komm, den haben wir. Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgeld zahlen? Ich weiß, wo sie sind. Dein Arsch gehört jetzt mir. Aua. Ich verpiss mich. Scheiße, ich sitze fest. Einer greift von hinten an. Komm und yeah! Hier spielen wir Baseball mit seinem Schädel. Komm doch her! Komm doch lieber her! Jetzt rennt er nochmal in die andere Richtung außenrum oder was? Komm her, keiner bleibt zurück. Dein Geld und deine Munition nehme ich natürlich auch noch gerne. So. Jetzt können wir das Geld aus dem Laden noch einsammeln. Alter, kugelsicherer Radius, was geht ab? So, was haben wir hier noch? Hör her, ihr Schwachsinnigen. Mr. Barbieri, ist es scheißegal, ob das Fleisch in seinen Fleischklößchen wirklich von verdammten Schwein stammt oder nicht. In der Wurst ist das, was wir draufschreiben. Wenn ihr also irgendein Arschloch in den Fleischwohl werfen müsst, tut es einfach. Wenn dem Feinkostladen nochmal die Wurst ausgeht, steckt in der nächsten euer Arsch.
Ah, das war das Radio, was gespielt hat. So, hier ist auch nochmal eine Notiz. Mr. Barbieri sagt, es wird nicht mehr rumgealbert. Jetzt schicken wir Willi eine deutliche Botschaft. Schnappt euch Willis Sohn, hackt ihm die rechte Hand am... Ah. Das will ich gar nicht vorlesen. Das ist das manchmal echt barbarisch, wie die Mafia in sowas vorgeht, gell? Aber egal, wir haben unsere Mission. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt das hier, Schutzgeld, zerschlage die beschützten Schnapsläden. Das können wir auch noch machen, aber ich würde sagen, zuerst gehen wir auf Tito Leone. Sunnys junge Tito kommt frisch aus dem Knast. Er ist ein knallhartes Arschloch. Dann wollen wir mal sehen, wie knallhart dieses Arschloch ist, wenn wir ihm eine Kugel durchs Gesicht jagen oder so, ne? Und dafür fahren wir hier oben hin, weil hier oben ist nämlich irgendwo dieser Strandzugang. Genau den habe ich gesucht. Juhu! Verdammt. Ja, die haben trotzdem Verstärkung gekriegt. Wo ist eure Verstärkung? Ich sehe sie nicht. Verdammt, ich wollte euch platt fahren. Kurz und schmerzlos. So. Renn doch nicht weg, Junge! Ich will dich! So. Liegt hier nochmal irgendwo? Ich muss mir, glaube ich, doch wieder aufs Hartmann-Gewehr umsteigen. Aber hier liegt nochmal ein bisschen Geld auf jeden Fall rum. Hier liegt nochmal Geld. Da ist sogar eine große Geldtasche. Ich glaube, ich steige wieder aufs Hartmann-Gewehr um. Gerade für größere Distanzen ist das geschickter als die MP. Aber ich mag einfach die MP mit ihrem Trommelmagazin, wenn du einfach so reinhalten kannst und brauchst dich nicht um die Munition kümmern. Klick! Und dann nehmen wir den natürlich auch noch mit, wenn wir schon da sind. Aha, es ist verdammt einfach, wenn man, und dann war die Übertragung wieder fertig. So, jetzt ist mein Wagen natürlich nicht mehr so gut bei in Schuss, dann nehmen wir halt... Alter, die Karre sieht ja auch verräbelt aus, dafür, dass es eine Mafia-Karre ist. So, dann hätten wir den zweiten Ding auch schon Ding, dann würde ich jetzt sagen... Zerschlage die beschützten Schnapsläden, 3 an der Zahl und dann finde Ralph. Und dann haben wir die Schwarzgeld, die Schutzgeldmission ja schon wieder erledigt in diesem Ding. Aua. Liegt hier auch nochmal ein Ding? Hier liegt auch nochmal eine Sicherung, gell? Können wir auch gleich mitnehmen, wenn wir schon da sind. Das ist halt echt mühsam, dieses dumme Einsammeln immer von allem Möglichen. Aber okay. Dieses Auto fährt sich ja ziemlich beschissen, muss ich sagen. Hier liegt auch nochmal eine Sicherung rum. Lalala, ich fahre hier nur ganz gemütlich mit meinem Auto auf dem Gehweg. Kein... Keine Sorge, Officer, der ist aus Altersschwäche umgefallen. Ich hab den nicht angerührt. So.
Jetzt müssen wir hier rechts, genau. Warte mal, hier sitzen. Wir sind alle willkommen, solange sie sich benehmen. Ich bin bereit. Ich muss darüber gelaufen sein. Er hat eine Waffe. Eine Waffe. Oh. Oh. Nein, nicht die Polizei rufen. Das tut mir zwar jetzt herzlich leid für die Dame, aber das Letzte, was ich brauchen kann hier, ist jetzt Polizei. Nein, musst du nicht. Lass doch die Polizei aus dem Spiel. So, jetzt das. Hier, schau nochmal Geld. Jawohl, nice. Noch irgendwas zum Lesen hier. Durch die Tür komme ich gar nicht rein. Ich sollte auf jeden Fall jetzt mal noch den Waffenhändler holen. Ah, jetzt kommen die... Ich will doch gar keine Polizei, verdammt. Hallo? Ja, hier unten ist die Kacke am Dampf. Ja, wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Dann nehmen wir halt zuerst den Laden hier unten. Wenn es genehm ist, da fahren wir jetzt sogar hinten rein, weil da könnte man ja sogar von hinten dran kommen. Das heißt, nee, zuerst müssen wir uns wieder ein bisschen ausrüsten. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Komme schon, nur ein Augenblick. Nur ein Augenblick. Nur ein Augenblick. Wo kommt der? Da ist der. Boah, Alter. Der immer mit seinen Fahrmanövern. Zeig mir mal, was du kannst. So, was hätte ich gerne? Ich hätte gerne meine Gewehre. Und zwar hätte ich gerne das Precision 30. Das Hartmann 30 ist genau dasselbe. Außer, dass das hier so einen komischen gelben Skin hat. Es ist halt natürlich wieder so ein DLC-Ding. So, oh, und da liegt auch gleich noch eine Sicherung. Dann können wir wieder einen Kasten machen. So, dann einmal über die Motorhaube drüber gerutscht. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay. Hier ist noch Geld. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich jetzt einfach hier hinten reingehe, kann ich eine, wie war nochmal, Y war nochmal Waffenwechsel für die Granaten. Aber wenn ich jetzt eine Granate genau hier reinwerfe. So, und jetzt das hauen wir einfach ab, ohne dass sie was merken. Und ich habe einfach eine Granate. Ich habe einfach mit einer Granate den Laden gesprengt, ohne dass die dass die Bodyguards draußen was gemerkt haben. Das war auch nice. Ah, das hätte ich öfter so. Das sollte ich öfter so sneaky vorgehen, einfach was in die Luft jagen und dann wieder abhauen. Hör mal, weißt du was? Das probieren wir jetzt beim nächsten Ding nochmal genauso. So. Kommen wir hier rein. Ne, hier nicht. Hier nicht. Wahrscheinlich muss ich eins weiter. Da liegt auch noch mal ein Playboy-Magazin hier in der Garage. Tatsache. 1 von 7 in Point Verdun. Oh, da haben sie aber zugeschlagen. Hey. Machen wir dasselbe gerade nochmal. Einmal hier aufbrechen. So. Den hier einmal leise ausschalten. Die Kasse können wir auch noch plündern. So, und dann machen wir dasselbe gerade nochmal. Ich gehe in Deckung.
Ja, perfekt. Und jetzt hauen wir wieder ab. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Summe für Ding haben wir schon erreicht. Was ist das? Schaltet die Schlägertruppe aus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und das nehmen wir auch noch. Und dann finden wir Ralphie. Schaltet die Schlägertruppe aus. Das klingt nach einem Auftrag für uns. Jo! Ah. Alter. Der Verkehr hier manchmal in diesem Spiel ist furchtbar. Ich sag's euch. So. Habe ich das beim letzten Mal gar übersehen, dass hier auf dem Friedhof eine Schlägertruppe ist? Wie geht's dir, Chair? Auf jeden Fall haben wir richtig gut Platz, um uns anzuschleichen. Die Zeit für Verhandlungen ist längst vorbei, Blödmann. Du hattest deine Chance, diese Scheiße in Ordnung zu bringen, und du hast sie nicht genutzt. Was jetzt passiert, ist deine Kappe. So. So, das war's. Okay. Das war ja jetzt easy. Ein Wachpushen. War nicht mal ein Wachpushen und dabei lagen noch $500 wieder. Dann würde ich sagen, jetzt können wir Ralph retten, oder? Und dann würde ich ja doch. Eigentlich ganz in Ordnung. Und dann sage ich jetzt retten wir Ralphie. Und dann ist das noch ein krönender Abschluss für diese Episode und dann machen wir mit dem Schwarzgebrannten weiter nächste Episode, ne? Quatsch. Alter, irgendwie meinst du, ich bin heute Abend besoffen hier beim Rumfahren und jetzt habe ich noch so einen scheiß Laternenpfosten auf der Motorhaube. So. Und bevor wir hier beim Ralphie reingehen, können wir natürlich noch kurz den Kasten hier mitnehmen, weil dann sehen wir die Gegner im Schlachthaus. Genial, gell? Okay. Die Wahrheit zu verschweigen bringt auch nichts. Aber dann würde ich sagen, wir nehmen uns wieder unsere Sneaky-Pistole und gehen direkt hier vorne rein. Geile Rezeptionistin, die sieht uns gar nicht. Scheiße, scheiße, ich bin sowas von am Arsch. Wie lange ist es denn jetzt? 3, vielleicht 4 Tage? Du solltest ihn doch bloß ein bisschen aufmischen, Jack. Rausfinden, was er weiß. Der hat sich benommen wie ein Arschloch. Ich hab ihm nichts erzählt. Also wollte ich ihn etwas schmoren lassen. Sieht er jetzt vielleicht so aus, als ob er schmort? Was zur Hölle soll ich tun? Der Schlachter trägt mich noch durch den Fleischwolf. Gott, ich will nicht sterben. Du stirbst schon nicht. Lass uns die Schicht ganz normal durchziehen. Dann kommt er. Muss man noch dieses Zeitlupenschießen mehr benutzen? So, gut, damit wären die nächsten hier. Da wurde gerade einer erschossen. Ja, jetzt macht doch, Alter, wir sind doch hier in einem Shooterspiel. Jetzt macht doch nicht jedes Mal immer so ein Theater draus, wenn einer ins Gras beißt. Wo sind wir denn hier? Trägt der Bursche da eine Waffe? Was ist denn mit der Rothaarigen gestern gelaufen?
Oh Mann. Der Bursche da eine Wir sind Waffe? Zu ihr nach Hause, haben uns das Hirn rausgevögelt. Also, bis ihre Mami reinplatzt. Da steht nur mal einer im... Die fängt an zu brüllen und kreischen und mir zu drohen. Dann hält mir die Schlampe eine Knarre unter die Nase, bis der Alte von der Runde... Das hat den Mann einfach erschossen. Oh. Ich finde das Schwein. Ich bin hier. Schwanzlutscher! Ah! Da, wo ist der letzte? Irgendwo da hinten. Können wir hier noch wieder eine Spritze holen? Ja, das war's. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Alle Mann in Deckung! Hab ich dich nicht so! So, wo bist du? Komm. Also das Gewehr gefällt mir eigentlich ganz gut. So, hier kurz und schmerzlos hier. Du sollst nicht länger leiden, ich bin auch human. Von wegen Wachpuschen alarmiert hier, der kommt nicht so weit. So. Hallo? Jetzt nimm doch das Geld, Junge. Wer zum Henker bist du? Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt. Rette Ralf, abgeschlossen. Schutzgeld, rede mit Bier Donnelly. Ich weiß nicht, machen wir das nächste Episode? Ich glaube, das machen wir nächste Episode. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal alle Schutzgeld. Alles, was es Schutzgeld zu erpressen gibt. Hier haben wir jetzt das Ding. Ich muss gerade noch gucken. Da unten waren jetzt gerade nochmal zwei Icons. Was das jetzt noch ist. Das ist noch einmal Geld und einmal ein Erste-Hilfe-Kasten. Nice. Und eine Notiz. Ich habe gestern diesen humpelnden Arsch von Burke gesehen, wie er über den Bürgersteig wankte, die ganze Hose vorne vollgepisst. Ich weiß, Mr. Barbieri sagt, wir dürfen den irischen Penner nicht anrühren, aber ich möchte nichts lieber, als ihm in einem Baseballschläger auch das andere Bein zertrümmern und ihn so vollkrüppelt zu machen. Ja, nice, gell, so geht's halt zu bei der Mafia. So, und dann holen wir uns nochmal den dritten Ding, die dritte Medi-Spritze. Und dann würde ich sagen, guckt mich mal genau an. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge und dann nehmen wir uns die Schwarzbrenner vor. Ciao, Fans.